هنا الله عز وجل زاد والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون und diejenigen die von dem geben was Allah ihnen gegeben hat während ihre Herzen vor Furcht beben dass sie zu Allah zurückkehren. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er von Aisha radiallahu anha gefragt wurde über diese Überlieferung, er sagte: Huwa ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala min. Das ist der Mann, der betet, der fastet und der spendet, während er sich fürchtet, dass Allah seine Taten nicht annimmt. So ist der Gläubige, Akhil Karim. Der Gläubige ist nicht derjenige, der an einem Bid'a-Tag, das heißt einmal im Jahr, zu Kandil geht, Kandil Mandil, ihr kennt diese Sache. Er geht in die Moschee, er trinkt 10 Dosen Red Bull und dann betet er 100 Raka. 100 Raka umsonst. Warum? Weil dieser Tag hat eine Bedeutung in der Sunna oder nicht? Keine Bedeutung. Dann geht er nach Hause und sagt, niemand war besser als ich. Subhanallah. Niemand war besser, niemand war schlechter. Du hast eine Bid'a gemacht und dieses zur Sunna gemacht. Wa qala Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala. Die Bid'a, die Neuerung in der Religion ist dem Shaitan viel lieber als die Sünde. Ja, weil wenn einer Alkohol trinkt, weiß er, dass er Falsches macht, ja oder nein? Er weiß es. Wenn einer Sünde macht, er weiß, dass er Falsches macht. Wenn er Zinsen nimmt, er weiß, dass er Falsches macht. Wenn Allah ihn recht leitet, dann lässt er diese Sünde. Er weiß, dass er Falsches macht. Aber jemand, der eine Bid'a macht, denkt, dass er Richtiges macht und dass er der Sünde handelt. Deswegen ist eine Bid'a schlimmer als eine Sünde. Schau dir diese Person an, Akhil Karim. Der geht an einem Tag, betet 100 Raka und dieser Tag ist nicht vorgeschrieben in der Sunna. Selbst wenn er vorgeschrieben wäre. Was ist wichtiger als die Sunna? Die Pflicht. Wo betet er seine 5 Gebete am Tag? Da sagt er, Achi, da müssen wir nochmal drüber reden. Ah, bei Kandil nicht, aber bei Pflichtgebeten müssen wir nochmal drüber reden. Wir sollten nochmal über dein Iman sprechen, aber ganz neu. Das ist die Sache. Weil diese Leute nur Jahil gelernt haben und leider von sogenannten Imamen, die auf der Mimba gehen und die Leute nur betrügen, denn sie sind nur interessiert am Geld. Wallah al-Azim. Jeden Tag, jeden Jum'a seit 30 Jahren Hadith Sharif. Niemand wird arm durch Spende. Niemand wird arm durch Spende. Niemand wird arm durch Spende. Er sowieso nicht, er wird immer reicher. Natürlich. Erstmal war es ein kleiner Fiat. Dann irgendwann wurde es ein Mercedes. Dann war das erste Haus in der Türkei. Und später hat man noch andere Sachen gemacht. Also er ist sicherlich nicht durch Spende arm geworden, sondern viel reicher. Möge Allah so schön uns bewahren. Deswegen, es gibt Leute, die betrügen die anderen und beide bleiben unwissend. Na, Wallahu ta'ala a'la wa a'la.